Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Und die beiden werden sich heute wie immer nichts schenken. Direkt mal eine richtige Herausforderung am zweiten Spieltag. Der FC Basel ist aktuell in bestechender Form, wenn wir nur mal an den jüngsten Auswärtssieg denken, als man gegen Young Boys spielte. Da haben sie 1:0 gewonnen. Die Chance haben sie natürlich heute auch. Und so wird der FC Basel heute in die Partie gehen. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Los geht's. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Schwegler. Den Ball holt er sich. Komm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das sieht gut aus. Rakitic mit der Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Wow, schön. Das mir gefällt. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Da passt er auf. Sophie. Embolo jetzt. Embolo. Locker vom Torhüter. Nein. Der Ball war harmlos. Lichtsteiner. Sophie. Das könnte die Chance werden. Shaqiri! Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. Ich weiß nicht. Der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überhastet. Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es. Kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Guter Zweikampf. Entschlossen geklärt. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Ball draußen gibt Abstoß. Embolo jetzt. Sie suchen Rakitic. Die Chance für Rakitic. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sophie.
Mohamed Salah. Da könnte jetzt eine Chance. Jetzt kommt der Schuss. Ja. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schön. Wunderbar. Keine Überraschung für mich, dass sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz und gar nicht, Wolf. Sie sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Das könnte gefährlich werden. Nee, da klappt das Abspiel überhaupt nicht. Das könnte die Gelegenheit geben. Klasse Zuspiel. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Gute Aktion. Schär. Oscar jetzt am Ball. Das ist jetzt eine Chance. Sie haben immer noch den Ball. Dann kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz. Genau. Bring doch den geteilt. Ball zum Torhüter. Mohamed Salah. Und jetzt die Chance. Der Pass, stark gemacht. Der letzte Pass war richtig stark und hat das Tor erst möglich gemacht. Das war super gespielt. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Schulz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Und ja. Der Torhüter ist zur Stelle. Okay. Lichtsteiner. Ob jetzt Feuer frei. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3. So, zu viel. Ob sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Wird's jetzt gefährlich? Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Ballverlust. Sie holen sich den Ball. Gefährlich. Wahnsinn, der passt. Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Ein Wahnsinnsschuss aus dieser Entfernung. Keine Chance für den Torhüter. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Boah, was für ein Hammer, den er da auspackt.
Ach, ihr wisst das noch. Buschi. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Per Kopf verlängert. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Alexandre Lacazette ist zu Arsenal gewechselt und verlässt. Klasse Pass. Und wieder treffen sie. Mille grazie. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Die Chance für Rakitic. Okay. Da ist er drin, ein tolles Tor. Da geht er flach rein ins Tor, sehr gut gemacht. Schöner Pass und da hat er dann natürlich keine großen Probleme mehr. Schön durchgelassen oder elegant verpasst. Oh yeah. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Sie liegen deutlich vorn. Lustenberger. Klasse Aktion, Ball ist weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er schießt. Kein guter Abschluss hier. Ich hätte jetzt nicht so geschossen. Rakitic jetzt am Ball. Mohamed Salah. Rakitic. Jetzt müssen sie aufpassen. Du Dödel, hör auf zu schubsen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nun Oscar. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Ja, ja. Alles klar. Hier. Er zieht ab. Ah. Er kann abwehren, aber der Ball weiter abgewehrt zur Ecke. Okay, Ecke, Ecke, Ecke. Bitte, Ball. Ecke und kommt jetzt von Rakitic. Und er trifft. Naja. Genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht hier seinen Treffer. Aus der kurzen Distanz Kaka. Hat der Torhüter keine Chance. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, der war schön. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Rakitic jetzt. Wird's jetzt gefährlich? So langsam wird's gefährlich. Da kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jetzt wird's die Auswechslung geben. Embolo jetzt. Er versucht es einfach mal aus der Distanz.
Ja. Klasse Versuch. Trotz der Distanz geht er nur knapp vorbei. Das wäre ein Kandidat für das Tor des Monats gewesen. Was für ein Distanzschuss. Sehr guter Schuss aus der zweiten Reihe. Schöner Versuch. Tommy Juric. Das könnte gefährlich werden. Macht er ihn. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Da kommt einer, geht noch rein. Alle ab. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ballverlust. Bö. Eine Minute noch. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Okay. Komm. Nee, das war nix. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Das war eine einseitige Partie und diese Niederlage wird Ihnen richtig wehtun. Ja, also das denke ich auch. Grundsätzlich willst du ja nie verlieren, aber gerade dann dieses Duell, das schmerzt doppelt. Was sagst du zur Leistung von Rakitic heute? Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.